Dynamisch und jung, das sind nur zwei Attribute, die die Wirtschaftsjunioren für sich beanspruchen. Am 26. Juni trafen sich Sachsen-Anhalts junge Unternehmer deswegen zur Business Lounge Summer in der Motorsport-Arena Oschersleben. Nicht nur die Wirtschaftsjunioren Sachsen-Anhalt waren zur Rennstrecke gepilgert, auch die Bundesvorsitzende Christine Lüttke war angereist. Das unterstreicht noch einmal, mit der Business Lounge treffen die Wirtschaftsjunioren den Nerv der Zeit. Also die Business Lounge Summer der Wirtschaftsunion Sachsen-Anhalt ist eine recht wichtige Veranstaltung, auch fürs Netzwerk. Sie bringt rund 150 bis 200 Gäste zusammen, nicht nur Mitglieder, aber auch Interessenten, Gäste und Partner und ist somit eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Netzwerke auszubauen und auch Business voranzubringen. Und das alles freiwillig und auf ehrenamtlicher Basis. Dass Einsatz trotzdem gewürdigt wird, zeigt sich an Susanne Germann. Für ihre Leistungen im Verband der Wirtschaftsjunioren wurde sie mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Engagement ist die Basis des Erfolgs der Wirtschaftsjunioren. Dabei liegt der Anreiz auch darin, sich Felder zu erschließen, die einem im alltäglichen Job vielleicht verschlossen bleiben. Ich sage immer, man kann nichts kaputt machen bei den Wirtschaftsjunioren. Man kann sich in Finanzen ausprobieren, man kann sich in Veranstaltungen ausprobieren, Presseöffentlichkeitsarbeit, einfach das, was man letztendlich möchte und wo man im Job vielleicht auch einfach gar nicht die Chance dazu bekommt. Und das kann man bei den Wirtschaftsjunioren einfach machen und bekommt dort auch ganz, ganz viel Unterstützung dafür. Dann war es Zeit, selbst aktiv zu werden. Die Junioren waren nicht umsonst auf der Rennstrecke. Neben einem Blick hinter die Kulissen der Motorsportarena und der Möglichkeit, sich im Skidcar auszuprobieren, wurde natürlich auch die Strecke selbst genutzt. Das Autohaus Vöz als Kooperationspartner hatte einen Teil des eigenen Fuhrparks bereitgestellt und mit dem ging es dann auf die Strecke. DTM-Feeling bei Tempo 200, während parallel auch auf der Kartstrecke Gas gegeben wurde. Gemeinsame Aktivitäten und manchmal auch der Wettkampf verbinden. Das ist einer der Schwerpunkte der Wirtschaftsjunioren. Netzwerke schaffen und jungen Unternehmern helfen, auch zum Wohle der Region. So wie es immer so ist, so man ist aus dem Studium raus und gründet und weiß gar nicht so recht, wo man eigentlich steht oder was eigentlich los ist. Und da war ich relativ froh, dass ich zu den Wirtschaftsjunioren geführt wurde, muss ich fast sagen. Und diese Entwicklung hier einfach, diese persönliche Entwicklung ist für mich ein ganz großes Thema. Man wird von den Leuten mitgenommen einfach, es ist ein super tolles Netzwerk, man hat immer jemanden, dem man eine Frage stellen kann an irgendeiner Stelle. Also für mich war das wahnsinnig wertvoll. Ein bisschen Mutprobe musste dann aber noch sein. Christine Lüttke und Holger Salmen, Vorstandsmitglied der Magdeburger Wirtschaftsjunioren, durften ins Renntaxi. Mit dem ging es dann um die Strecke und das schon beinahe im Renntempo. Sportlich, schnell, dynamisch. Die Verbindung zu den Wirtschaftsjunioren liegt auf der Hand. Auf jeden Fall. Die Junioren blicken immer voran und möchten schnellstmöglich ihre Ziele und Ergebnisse erreichen. Und auch da ist so ein V8-Motor nicht schlecht, den viele der Teilnehmer heute aber auch irgendwie im Herzen tragen und dadurch ziemlich zügig auch an ihre wirtschaftlichen und unternehmerischen Ziele kommen. Die Business Lounge Summer im Speziellen und die Junioren im Allgemeinen sind genau dafür da. Wer Teil des Netzwerkes werden will, kann sich im Internet informieren unter www.wjsachsen-anhalt.de.